Oh, warte, direkt nebenan war, habe ich eine Mission markiert, wenn wir eh schon hier sind. Ach, da, stimmt. Ich würde sagen, wir landen hinten auf dem Feld, oder? Jo. Ich glaube, die sind alle da drin. Draußen läuft irgendwie keiner rum. Ich sehe auch keinen. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Jetzt müssen wir den Eingang sprengen, oder was? Das wäre doch langweilig, dann machen wir direkt mehrere. Also hier, der ist scharf. Sprengsatz scharf. Der hier auch. Wollen wir alle direkt sprengen, oder was? Na klar, extra Punkte. Hä? Zum gleichen gelaufen? Ist ja dann noch einer. Oben, oder? Ja, oben sind noch zwei. Die Sprengladung ist scharf. Dann machen wir mal hier rum, oder? Volo. 3, 2, 1. Wenn Sie bisher noch nicht wussten, was los ist, dann spätestens jetzt. Nur noch eine Minute Zeit. Oh. Da kommen Sie. Was ist der Plan, Boss? Hey. Die Uhr läuft, Leute. Jetzt macht schon. Sofort weg. Mach du mal weiter. Ich hacke hier schon mal. Fast tot. Okay, jetzt geht's. Super. Die Störung der Kartellkommunikation macht es leichter für die Rebellen. Und jetzt können wir uns von den Rebellen Auto bringen lassen, oder was? Kumpas, hier spricht Bakatari. Nach euren Siegen schöpfen meine Männer neue Hoffnung. Gute Moral stärkt den Soldaten. Ja, Hoffnung lässt Männer kämpfen. Aber wir brauchen mehr als nur Stimmung für den Erfolg. Keine Sorge, Pak. Es geht gerade erst los. Nur mit Ende. Okay. Das war okay. Ich fange an, die Rebellen doch gar nicht so scheiße zu finden. Oh, komm. Ist das alles so hart explodiert, dass sogar die Motorräder kaputt sind? Hier habe ich die Tür aufgesprengt. Hier, wo ist denn unser Hubschrauber hin? Ach, da hinten. Hey. So. Mal schauen, was gibt's hier noch zu tun? Es gibt noch jede Menge Skillpunkte zum Einsammeln. Sollen wir die mal nehmen? Oder willst du langsam mal da hoch? Ich würde mal da hoch. Wir können noch hier bei dem Halt machen. Okay. Dann können wir noch hier den Bonusorden einsammeln und dann die Mission da drüber auf der Insel, würde ich sagen. Da ist schon wieder der Zug. Der unaufhaltbare Zug. Hat sich das Land Bolivien nicht sogar bei Ubisoft beschwert darüber, wie das Land dargestellt wird? Nee. Deshalb mussten die am Anfang noch einen Disclaimer dazu schalten. So schöne Wälder haben wir gar nicht!
So viele Leute sprechen bei uns kein Englisch. Die alle naselang irgendwelche Flugzeuge abstürzen. Das entspricht schon der Realität. 9 von 10 bolivianischen Piloten sind permanent betrunken. Viele Rebellenautos fahren denn hier rum. Was haben wir getan? Fangen die jetzt von selber Streit da unten an? Oh, ich rutsche. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Wir sollten uns gucken, das ist nur der Konvoi. Schon gut. Oh. Oh. Hinschmeißen. Ich versuche mit dem Truck zu fliegen. Zieh Nummer 2 da. Schon gut. Alles ignorieren okay, wir den. Alles okay. Achso, markierst du gerade schon alle, oder was? Zweites Ziel da drüben. Ja, die ich gesehen habe. Zieh Nummer 2 markieren. Da. Markieren Hauptmann. Ich sehe eine montierte Waffe. Tango 5. Ich mach, kann den Sniper direkt kriegen. Ich mach den schon mal weg. Mhm. Keine Freunde. Ach, da ist noch das Geschütz. Sind da zwei drin oder nur einer? Nee, ich glaube, das Geschütz steht für sich alleine. Huch, von was werde ich denn hier gesehen? Unten ist eine Patrouille. Achso, jetzt ist dieser Konvoi weg. Ja, ja. Ja, ja. Wagen mit montierter Waffe. Na, ob ich den kriege? Ja! Hast du den Schuss gesehen? Nee. Na toll. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Du fliegst auf, bleib zurück. Tot, hm? Ja, aber warum? Was machen denn die Unidad-Leute hier unten? Jetzt die kann man dich, den nicht vorbei, oder? Gesehen. Die wissen aber, dass hier ein Kartell in dem Land vorhanden ist. Haben die nichts anderes zu tun? Zwei unbescholtene Amerikaner? Oh, shit. Okay, danke. Wir bringen immerhin Demokratie. Ja, und Freiheit. Ich gehe trotzdem mal ein bisschen außen rum. Klettern? Klettern? Hallo, warum klettert der denn nicht mehr? Ich hab noch einen Tango. Oh, jetzt stehen die hier einfach. 1, 2, 3, weg! Da ist ein zweiter Tango. Oh, da ist ein Wagen. Auf der Straße. Hinlegen. Jetzt einfach weiterfahren. Wir haben sie aufgeschreckt. Was denn? Ziel eliminiert. Sind alarmiert.
Supplies. Was haben wir nochmal hier überhaupt vorgehabt? Diesen Skillpunkt hier mitnehmen. Achso. Bei der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Orden. Ey. Jetzt ist hier schon wieder so ein Unbesiegbarer. Da gegenüber ist. Huch. Was bitte? Gentlemen. Contenance. Also ich schnapp mir diesen Heli hier. Ja! Oh, guck mal, wenn du dich da reinsetzt, dann kannst du die Seitenkanonen bedienen. Geht das? Ja. Yeah! Jetzt ist es eine Party. So, und dann hast du gesagt, hier hoch, ne? Ja. Hallo? Wer schießt denn da so auf uns? Die Unita. Ich angel ein bisschen. So, wie machen wir das denn jetzt? Auf dem Boot umsteigen oder wie? Ja, hätte ich gedacht. Ja, schon wissen wir da alle, wo wir sind. Na super! Hey, wieso? Oh. Ich hab doch ins Wasser geschossen. Kein Bock mehr, tschüss. Soll ich einfach über dem Ziel mit dem Fallschirm abspringen? Willst du mir das sagen? Mach doch, was du willst. So, ich lande jetzt mit dem Fallschirm direkt in dem Boot. Oh! Nee, das hat nicht so ganz geklappt. Du bist das. Ich dachte schon, warum kriegen die solche komischen Anfälle? Alles gut, alles gut. Ach, du bist da hinten gelandet. Mhm. Wow. Ich nehme jetzt so ein Boot hier. Ja. Da haben sie aufgescheucht. Also ich komme mit. Warte auf mich. Achso, ich dachte, du nimmst den eigenes. Tada. Wieso sind wir denn immer noch bejagt? Weil wir dich da vorhin dort nicht getroffen.
So, warte mal. Wir halten jetzt mal hier an. Und dann gucken wir mal, was die Drohne dazu zu sagen hat. Hey, was du... Was soll das denn? Tschüss, ich wollte doch nicht aussteigen. Jetzt sitze ich hier vorne wie der größte Idiot. So, warte mal. Ach! Warum? Wo sind denn die Gegner? Ja, du bist einfach weggefahren, dann ist meine Drohne abgestürzt. Da ist einer. Da oben und da und da. Super viele Sniper. Sollen sie gerade schon wieder komplett verraten? Nein, ich habe nur den Typen abgeknallt. So, wer den Sniper da oben kriegt, hat gewonnen. Ganz oben den? Ja. Oh, warte mal, falsche Waffe. Shit. Mist, aufgeflogen. Wie scheiß wissen die? Jetzt guckt er wieder. Oh, sind sie noch da? Oh Mann. Ach, fick dich doch. Na komm. Ja. Der Tango ist hin. Bester Sniper der Welt. Ich bin gerade beim Schwimmen geraucht, also jetzt hier mit nichts so vom besten Sniper der Welt. Da bin sogar ich neidisch drauf. Oh, da ist. Da war noch einer. Kann man hier hochklettern? Sieht nicht so aus. Hier? Ja. Hier. Ach, jetzt kommen wir hier nicht durch, oder was? Nee. Da oben. Scheiße. Hey, wie bist du denn jetzt da durchgekommen? Achso. Na komm. Scharfschütze, runter! Den anderen. Von wo werde ich angeschossen? Von den Snipern ganz da hinten? Krass. Dieser Zoom ist ja einfach nur für den Arsch. Kann echt meine Pistole besser zoomen.